Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Und heute haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Heute verschwindet diese Schlange. Ich glaube, diese Schlange wird eher morgen verschwinden. Heute kümmern wir uns ums Training. Morgen kümmern wir uns, dass die hier verschwinden. Denn ich möchte das Ganze natürlich wie immer aufteilen. Kommen wir zuallererst zum Training, sonst verplane ich das. Wir haben einen Sea-Lord. Einen Sea-Lord. Zack. Der möchte gerne Ausdauer trainieren, ne? Das steht für E. Zack. Dann haben wir einen Mr. Grün. Der möchte gerne Glück trainieren. Zusammen mit Terra Boy. Ihr beide werdet euch gut bestehen. Du bist ganz alleine hier, Terra Boy. Dann sollten wir uns beeilen mit dir, mit dem Training. Wie viele Leute haben wir denn momentan hier am Arbeiten? 4 Personen arbeiten im Kraftwerk. Oh Mann. Und 1, 2, 3, 4, 5. 5 arbeiten in der Nahrungsaufnahme und 1, 2, 3 arbeiten bei der Entwässerung. Ja gut, eigentlich mehr, weil da haben wir einen weggeschickt. So. Dann habe ich Terra Boy hingeschickt, können die beide, na, da können beide Platz nehmen. Dann haben wir Julian, nicht dieser Julian, der andere Julian, der hier, der noch gar nicht existiert. Du kommst, ins Ausdauertraining. Ausdauertraining. Ich habe doch gar nicht gesagt, wer an der Tür steht. Ich stehe an der Tür. Oh mein Gott, ich muss den ganzen Weg da nach oben laufen. Und Double X stehen heute an der Tür. Das schaffen wir doch im Leben nicht. Okay, begebt euch mal kurz darunter. So. Ja, so viel dazu. Ich finde es immer wieder wunderschön, wenn die mich angreifen. Jetzt stehen wir da. Köstlich. Hier mit unseren beiden Glücksanzügen und der verbackten Katze. Da will ich, was ist mit deiner Katze los? Sterling. So, L5. L5, ich muss aufpassen, dass die anderen nicht krepieren, ne? Ach, ich habe Kiri noch gar nicht umgezogen. Ach, stimmt, ich weiß ja warum. Weil sie auch einen neuen Charakter bekommt. So. Wir müssen auch noch umkippen und dann haben wir es. Dann heilen wir noch mal kurz Ilya. Jetzt kipp um! Tut mir den Gefallen. Ich das, weißt du? Diese Schmierenkomödie. Können die nicht schneller umlaufen, umfallen? Bleib doch mal da. So. Dann haben wir. Da, meine L5-Rüstung. So, wir beide passen auf, dass hier niemand reinkommt. Und ich denke mal, mit dem Raketenwerfer, mit dem MIRV sind wir ganz gut aufgestellt. So. Gut, passt perfekt. Gut. So. Wo haben wir stehen geblieben? Unknown. Unknown User. Wo bist du, Mrs. Unknown? Du trainierst nämlich Ausdauer. So, dann haben wir Deadline. Deadline trainiert Glück. Faxi trainiert Glück. Faxi hat ja kein Haustier, ne? Perfekt. Das heißt, noch einer passt rein. Und nehmen wir mal Double X trainiert Glück. Und ich mach das. Es vibriert hier mein Handy den ganzen Tag. Oh, GOG. Das große Aktionsangebot endet bald.
Pirate Stories, Path of Destinies, kenne ich nicht. Was wollt ihr von mir? Gut, leider passen hier immer nur zwei Tiere rein. Wieder einer. Ach, der andere braucht noch ein bisschen länger. Gut. So, wir beginnen das Training. Zack. Zack. Muss ich verarschen, Handy, oder? Verarschen. Hätte hier eindeutig gerade vibriert. Die Musik hat gepasst. So. Dann gehst du wieder an dein Plätzchen und du gehst wieder an dein Plätzchen. Dann haben wir, zack, dich. So, auch trainiert. Dann kommst du auch zurück, Sealord. So, dann kommen wir zu euch, Hübschen. Ja. Training, Training, Training. Die Musik dreht durch. So, Double X hat sein Maximum. Das Gute an der Geschichte ist, Double X hat zugehört. Er ist an der Tür und darf sowieso nicht raus. Von daher verliert er nichts dabei. So, Deadline, du gehst zurück. Das war falsch. Hier einmal komplett um die Wall, bitte. Der muss jetzt so extra laufen, um da anzukommen. Und du musst ja sowieso nur um die Ecke. So, da komme ich doch als Training. Yeah! So, Sealord erledigt, Mr. Grün Terra erledigt, Julian Unknown habe ich noch nicht erledigt, ne? Oh, sehr schön. Dann würde ich sagen, Julian. Gehst mal dahin. Du hast ihn ja schon übernommen, wie ich gesehen habe, ne? 14. Ja, Julian, du hast ihn schon übernommen. Perfekt. Dann haben wir hier Mrs. Unknown. Ich weiß nicht, wo die arbeitet, weil die ganz komische Kleidung anhat. Im Diner. Mrs. Unknown, Unknown. Du kannst tatsächlich Arbeitskleidung anziehen. So, hier läuft noch die 23 durch die Gegend. Sollst du erstmal rumlaufen. Hört mich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was mit Dustin ist. Dustin geht natürlich raus. Habe ich jetzt schon ein Kind von Dustin gezeugt? Weil irgendwie habe ich den. Ansonsten müssen wir das noch machen. Und ich würde sagen, Dustin, da du ja heute sowieso rausfliegst. Eigentlich hättest du letzte Woche schon rausfliegen müssen. Eigentlich hätte ich den Charakter von Julian schon längst machen müssen. Julians neuer Charakter kann da ruhig mal mitarbeiten, ne? Diese. Julians neuer Charakter. Währenddessen du da irgendeinen Scheiß machst. King Julian. Mit sehr viel Intelligenz. Du solltest überlegen, nicht mehr da zu arbeiten. Ich guck mal, ob er da arbeitet. King Julian arbeitet im Krankenhaus. Ja. Wir haben da nämlich Baxi, der arbeitet im Krankenhaus. King Julian. Achso, der arbeitet nirgendwo. Ich bin einfach nur in der Zeile rumverrutscht. Alles gut. King Julian hat überhaupt gar keinen Job momentan. Naja, gut. Dann werde ich dich einteilen, wie ich es möchte. Aber du bekommst natürlich erstmal deine Sachen vom alten Charakter. Deinen robusten hast du ja nicht gesehen, ne? Und dein... Ach, scheiße, ich hab mich drauf... Was war das? Plasma-Gewehr. So. Perfekt ausgerüstet. Trainiert hast du jetzt auch schon. Wunderbar. Lauf schnell runter. Altes Julian, ich. Er wird's im Leben nicht schaffen. Nein, Zero. Nein. Du musst in Flammen aufgehen. Verdammt. Hilf wenigstens Zero.
brennt sich das hier immer komplett durch die Vault. Nein, nein, hilf da! Dass 12 Männer und Frauen gemeinsam in der Baracke tanzen. Nein, ich will den Scheiß nicht. Weg damit. Sammle 7000 Kronkorken bei Quest. Oh, nein. Oder Konto. Darüber. Ihr habt die ganze Wolle mit eurem Konstrukt hier verdammt. Wisst ihr das? Kann auch keiner so schnell hinlaufen. Gut, die Minoren. Haben wir es jetzt geschafft? Yeah! So, schließe 6 im Ödland entdeckte Quests ab. 900? Ah. Kann ich ständig alles negieren. Na gut. Jetzt komme ich erstmal dran. Viel Glück habe ich derzeit. 9, das ist mein 10er. Ja. Und da ich sowieso nicht raus darf, hey, bin ich an der Tür. Das ist perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Damit stehen jetzt 2 mit Glück 10 an der Tür. Nur vorstellen. Gut. Das dazu und ich würde sagen, was wollte ich jetzt machen? Stimmt. Der alte King Julian. Waffe gar nicht weggenommen. Du verschwindest jetzt. Arrivederci. So, der neue King Julian hat seine Arbeit getan. Oh mein Gott, was hat das? Darfst du nochmal aus? Nein! Er hat ein lila Bart und lila Haare, okay. So. Natürlich, Julian, das kostet nochmal was. Deswegen macht die da nichts draus. Dann haben wir Kiri. Die alte Kiri. Den nehmen wir auch mal die Sachen weg. Und dann nehmen wir die neue Kiri. Habe ich jetzt Julians Charakter weggeschickt? Ich hätte noch ein Kind vorher zeugen sollen. Nee, gar nicht. Nee, stimmt, alles gut. Nee, alles gut. Ja, was anderes. Der ist ja was anderes. Er hat ja seinen Charakter weggeschmissen. Bedarf ja keines neuen Charakteres. So, Kiri, du bekommst auf jeden Fall ein Filmfan-Outfit. Und eine schicke förmliche, nee, gar nicht. Eine S5-Kleidung, eine Offiziersbekleidung. Eine Offiziersbekleidung. Zack. Und ein rostiges Plasmagewehr. Gut. Double X denkt dran, dass sie neue Werte haben und anderes Geld bekommen, wo sie jetzt hier arbeiten, ne? Dass sie immer dasselbe Geld bekommen. So, anpassen. Haarfarbe war lila. Und dann hatte er noch so ein Bart. Ja. So. Perfekt. 2200 Kronkorken. Kostet dich das Ganze. Wir schließen ab. Jo. Altes Erscheinungsbild. Es ist wieder da. Die arbeiten. Gut. Läuft doch. So muss das, Freunde. So muss das. Gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, die Leute rauszuschicken. Wir schicken 6 an der Zahl raus. Das heißt, bis Ehrengard ist. Und dann gucken wir mal, dass wir was finden. Wir haben hier an erster Stelle Serana. Du darfst heute als allererstes rausgehen. Nee, Deadline. Oh, sorry. Bist ja gar nicht an der Tür. So, Deadline. Du kommst erstmal ein neues Haustier, das machen wir jetzt schon, weil du den ja im Marktplatz-Stream bekommen hast. Also, was ist das hier schon ausgerüstet?
Ehrengardist. Und ich erwähne das auch noch, weil du den ja... So. Gut, du gehst raus mit einer T-45A-Rüstung. Geh mal raus. Mal gucken, wie lange er jetzt durchhält. Dann haben wir jetzt aber Serana. Serana, meine Gute. Du bekommst ein Ödlandschirurg. Ödlandschirurg und 25,15. Oh, Serana ist nicht hier mit 2. 15, zack. Oh, vergaß. So. Das Feuer hat einen Bug ausgelöst, weil hier die ganze Zeit Alarm ausgelöst wurde, obwohl da kein Feuer mehr ist. Ja, gut. Ich habe nichts vergessen, alles gut. Hatte mich geirrt. Wir haben ein Kind. So, du wirst nämlich 25. Ihr könnt euch nun auch für die 25 bewerben. Na, hey. So, das denn. Du fliegst dann raus. Tschüssi. So. Wir müssen halt nur die Lücken jetzt füllen. Oh, Julian hatte die 6. Das heißt, wir ändern. Ja, wir ändern am besten hier den von Hassan auf 6. War 0 davor geschrieben. Ja, über 0 davor geschrieben. So. Und dann haben wir hier noch eine andere Lücke. Ich möchte gerne die Lücken füllen. Deswegen kriegt der von Kill die 27. Haben wir 31 Charaktere. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, eigentlich haben wir 30, weil ich bin ja die 0. Oh Mann, so kompliziert. Naja, gut. Schicken wir den nächsten raus, und zwar Ilja. Ilja, du bekommst natürlich deine schicke, förmliche Kleidung. So, und dann gehst du raus mit 25,15. Oder auch nicht, weil du nichts hast. So, Ilja, damit bist du langsam in inaktiven Status. Nächste Woche wird es eng für dich. Gehe ich dich schon mal, Ilja, eng. So. Ich schicke dich mal raus. Dann kommen wir zu Silord. Silord. E7 Rüstung, ey. Du bekommst erstmal ein Horrorfan-Outfit. Horrorfan-Outfit und 25,15. Nö. Gut, da fehlt uns eigentlich nur noch einer. 3, 5. Waffeln! Habe ich nicht gesagt, bis Ehrengard ist? Habe ich mich wohl ein bisschen unterschätzt. Muffin, du bist der Letzte hier in der Runde. Muffin, du hast glücklicherweise mal wieder nichts. Muffin. Schicken dich mal raus mit 5. Ja, stimmt. Stimmt. Muffin packe ich Urlauber raus, weil er hat momentan kein Internet, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ich packe dich in Urlaubsmodus, und er sagt, warum?
weil du einfach nichts machst. Und ist halt auch unfair gegen den anderen gegenüber, die mitspielen, ne? So, dann schicken wir halt als nächstes Terraboy raus. So, wir schicken jetzt Terraboy raus. Terraboy, mein Freund, du darfst auch rausgehen und zwar mit einer X01 MK1-Rüstung. 2515, naja. Erkunden. So, wir haben alle rausgeschickt, das heißt, wir warten jetzt wieder auf einen Augenblick, wenn jemand etwas findet. Dann werden wir gucken, was derjenige bekommt. In letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass wir Charaktere bekommen. Und solange wir warten, kann ich eigentlich die Charaktere reinschicken. Also, es wird ab sofort so sein, dass wir Wohnräumlichkeiten haben. Das. Ja, gut. Dann werde ich das hier erstmal wegwerfen, weil Zilord braucht das nicht mehr, er arbeitet da nicht mehr. So. Stattdessen werden wir. Kann ich das jetzt auch schon wegmachen? Ah, wir haben genug Charaktere momentan. Aber gleich nicht mehr. Wir werden jetzt noch einmal den Aufbau ändern. Ich meinte ja, wir werden das nicht mehr ändern, aber ich muss jetzt umpriorisieren, weil. Wir werden jetzt hier nämlich Gebäude aufstellen. Wir brauchen einen Aufzug hier noch. Und zwar packen wir da mal eine Baracke hin und da mal eine Baracke und gucken, ob das passt. Ansonsten bauen wir noch eine Baracke. Und zwar alle, die hier draußen stehen, kommen jetzt rein, weil draußen einfach zu viele stehen. Wir haben hier 07, für die ihr euch bewerben könnt. Zack. Wir haben Thiago, der im Urlaub ist. Blauer können ruhig dahin. Kann man eigentlich ausstellen, dass sie Babys machen? Nein. Schade. Dann haben wir hier die 18, für die man sich bewerben kann. So, hier haben wir den von Double X. Wenn ihr einen Charakter besitzt, wie hier zum Beispiel von Double X, dann kostet euch das 500 Kronkorken pro Folge, sie aufzubewahren in der Vault, weil hier ist ja nichts umsonst. Ne? Hier, die 29 ist frei, für die ihr euch bewerben könnt. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon genug reingeschickt, ne? Keine Ahnung, ich glaube. So, den könnt ihr euch bewerben. Dann haben wir hier Mike im Urlaub. So. Geht euch das ganze Geld aus, werde ich mich nicht mehr um euch kümmern, währenddessen ihr im Urlaub seid. Das heißt, habt genug Geld, bevor ihr in Urlaub geht. Keine Sorge, die Jungs haben mehr als genug Geld, um sehr lange zu überleben. Also von daher habe ich mir das schon ganz gut durchdacht. So, wir haben den von Kill. Der von Kill, du kommst auch hier hin. Man muss dazu sagen, je mehr Charaktere wir jetzt reinlassen, umso stärker werden die Gegner. Terraboy hat eine verlassene Hütte entdeckt. Terraboy. Wird auch Zeit, dass jemand anderes mal als Deadline irgendwas findet. Und Double X ist ja nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Wobei Double X ist ja sowieso erst in der dritten Gruppe. So. Gucken wir mal, Terraboy, was du so findest, ne? Nana hat mir gesagt, dass wir Gäste erwarten. Nana. Uiuiuiui. Ich hätte aufräumen sollen. Mach das schon für dich. Wer ist Nana? Ist das deine Oma? Wer ist Nana? Das ist meine Oma. Vorsicht, sie beißt zu. Papa auch. Hat aber sein Gebiss verlegt. Die zwei sind hart, aber herzlich. Oh oh. Wer es findet, dem gehört's, ja. Bei jemand anderem zu Hause geklaut. Ein Laborglaskolben und eine hübsche kleine Waffe. Eine rostige Plasmapistole. Ich wollte Gewehr sagen. Ja, gar kein Gewehr. Ach, Ghule. Oma und Papa. Und jetzt töte ich einfach mal seine Familie. Oder, nee, Terraboy töte ich.
Ich hab damit nichts zu schaffen. Gute Werte. Kriegt ihr eine Katze? Hört ihr nicht eigentlich jemand anderen? Terraboy. Nö. Hört Terraboy. Erste Bull ist zerlegt. Naja, immerhin. Mal gucken, vielleicht bekommst du irgendwas Schickes, aber ich glaube, der Laborglaskolben ist schon das Maximum, was man hier bekommen kann. Ich glaube nicht, dass du noch irgendwas Großartiges bekommst, wobei oben hast du ja nichts gemacht. Familienbande, ein Giddy. Ja, noch mehr Epic Loot oder was? Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage. Na gut. Terraboy, heute warst du der Glückliche, der was gefunden hat, und zwar ein Giddy Cup, ein Kackbratzenleder und ein Laborglaskolben. Zurück zum Ödland. Ah, drei gute Schrottteile, muss man schon sagen. Man muss nur wissen, was man damit anfängt. So. Dann schicken wir die letzten auch noch rein. Bei Muffin wird es ein bisschen schwieriger, ihn hier reinzupacken. Von Hassan. Gut, dann packen wir hier auf jeden Fall noch eine Baracke hin. Die Baracken halten wir extra im Level 1, damit, wenn sie angegriffen werden, komplett auseinandergenommen werden. Ah, das war die falsche Seite, ne? Ja, dann müssen wir tauschen. So. Wobei eigentlich... Eigentlich machen wir hier einfach eine große Baracke, da können die Mädels hin. Zurück! Zurück! Zack! Ich sammeln wir einen. Ja, jetzt haben wir wenigstens keinen mehr da draußen rumchillt. Ist auch nicht schlecht. So, Mädel, du gehst. So. Ach stimmt, wir haben hier noch ein Mädel. Eine Seite für Mädels, eine Seite für Jungs. Ich denke mal, das ist fair gehalten. Irgendwer läuft hier noch planlos durch die Gegend. Du, ne? 25. Wieso steht da ein nackter Typ? Wer bist du? Bist du da? Auf jeden Fall die 23, die lief vorne rum. Ich weiß nicht, wieso die da steht. Gut. Dann kann einer von euch kann da noch runter. Obwohl, das sind die Urlauber, ne? Würde dich Muffin auch da hochschicken, aber da würdet ihr euch wahllos paaren. Ich hätte auch andere Gebäude nehmen können, klar, aber ich würde es gerne authentisch halten, wisst ihr? Daher ist das gut so. Nichts ist schöner als mit seinem alles Geschwister. Du bist ein Mann, oder? So. Sehr schön. Ich hätte gerne eine Yogamatte. Naja, wenigstens ein Kerl ist bei euch drin. Ihr könnt ja mit dem versuchen zu telefonieren. Würde aber nicht funktionieren, Biologe. Weil Hunde keine Telefone halten können, Leute. So, gut. Ich würde sagen, wir spulen jetzt vor, bis alle zurück sind oder sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir sind zurück. Und ich habe gerade gemerkt, wir haben nur 5 rausgeschickt. Aber egal, gut, Ehrengötter, es kann bestimmt bis morgen warten. Ja, ich denke, das passt schon, ne? Ich meine, wir haben ganz viele, die quasi gewechselt haben, ihre Charaktere. Einer ist rausgeflogen. Könnte passen, ne? Könnte. Gut. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Sachen an. Wir haben eine Lunchbox bekommen, währenddessen wir gewartet haben, weil sie mal wieder ewig unterwegs waren. Und wir gucken mal auf Ilja. Ilja, 1475 Kronkorken plus 50 Kronkorken und plus 100 Kronkorken. Wir sammeln dich ein. Du bekommst auf jeden Fall dein Horror-Fan-Outfit wieder. Zack. Arbeit.
Hey? Sportsfan. Er hat den Sportsfan-Outfit. Oh Mann. Da habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht. So, dann kommen wir zu Serana. Du bekommst 5218 Kronkorken plus 550 Kronkorken. Irgendwie keinen Schrott gefunden. So. Weg. Plus 300 Kronkorken. Zack. Wir haben Seelord. 2671 Kronkorken plus 610 Kronkorken. Wir finden heute keinen Schrott. Dafür haben wir umso bessere Sachen gefunden. So, rostiges Plasmagewehr behältst du. Robuste Gefechtsrüstung behältst du. Filmfan-Outfit behältst du. Und robuster Vault-Anzug. Ich glaube, momentan haben wir wieder einen Bug ausgelöst, aber das Problem ist. Nicht, das ist ja kein Problem. Das Gute ist, ihr habt zwar weniger Schrott gefunden, also kein Schrott, aber dafür bessere Sachen. Nö, Silot. Sammel dich ein. Terraboy 5758 Kronkorken plus 610 Kronkorken. Und auch du hast Sachen gefunden, Terraboy. Du hast auf jeden Fall Platz von. Oh, genug. Du behältst eine Offiziersbekleidung, ein Filmfan-Outfit. Oh, du hast Schrott gefunden. Noch eine Offiziersbekleidung und ein Kackbratzenleder, ein Giddyjab und ein Laborglaskolben. Das sind 300, 400, 454 Kronkorken. 452 Kronkorken. Deadline 10.464 Kronkorken plus 870 Kronkorken. Du bekommst die Offiziersbekleidung, du bekommst das rostige Gaussgewehr, den robusten Voltanzug. Plus 100, 200, 300, 400, 500 Kronkorken. Dann haben wir noch keinen mehr. Ungewöhnlich, so wenig zu haben. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einer neuen Fallout Shelter Folge. Bis dahin habe ich den Bug beseitigt. Das heißt, die restlichen bekommen nicht mehr so gute Sachen. Und finden dafür mehr Schrott. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wobei, nein, warte. Ja, Moment. Lunchbox öffnen. Lunchbox. Militärisches Klebeband natürlich auf dem Marktplatz. Energie. Skelettkostüm auf dem Marktplatz. Kronkorken. Unverbesserte Strahlenschutzanzug geht auch auf dem Marktplatz. Ja. So. Das haben wir auch erledigt. Gut, Freunde, wir sehen uns jetzt wirklich morgen erst wieder zu einer neuen Folge. Dann ohne Mini-Bug. Der Bug war ein bisschen heute seltsam. Aber naja. Haut rein.